Ja, da war die letzte Folge zur Hälfte stumm. Upsi. Ach ja, dumm gelaufen, aber passiert nun mal manchmal. Ja, um mit dem, nicht Scharfschützen, sondern Pfadfinder von Level 10 auf Level 11 zu kommen, müssen wir 40 Gegner auf Golem Island töten. 2x2 Gegner mit Scharfschützengewehr oder Präzisionsschützengewehr in weniger als 2 Sekunden töten und einmal schnell 2 Gegner, die noch in ihrem Fahrzeug sind mit SSG oder PSG. Ich bin jetzt erstmal noch bei meinem Lieblingsbiwak am Harrisforest, weil hier normalerweise, ja, da meine Lieblingspatrouillen sind. Allerdings sind das jetzt leider nur 3 und nicht 4. Da hinten haben wir aber auch noch eine Dreierpatrouille. Mir geht es vor allem um diese zweite Aufgabe. 1, 2. So, den müssen wir natürlich auch noch wegsnacken. So, da haben wir 1x2 Gegner. Und da vorne nehmen wir die zweiten. So, damit haben wir die. Wird natürlich auch noch weg. Oh, oh. Tschüsschen, ich bin mal weg. Wobei, da hätten wir jetzt eigentlich auch gerade können, die... Moment mal! Bin doch... Ah, verdammt. Ab Level 10 kann ich doch auf meinen Hauptcharakter wechseln. Ich glaube, das mache ich mal eben. Und da bin ich auch schon wieder mit meinem Hauptaccount. Ja. So. Ich habe eine leicht andere Waffe. Das ist die normale G28 mit Digitalzieloptik, Schalldämpfer, Multi-A-Laser, normalem Visier. Den Schaft weiß ich gerade nicht. Und der... Zwei-Bein-Handgriff-Kombi. Und ja, ich dachte mir, ich gehe dann gerade direkt auf Golem Island. Die zweite Aufgabe, die wir eben mit meinem anderen Charakter schon erfüllt haben, habe ich hier auch gerade schnell erfüllt. Und ja, dann geht es jetzt hier weiter. So. Jetzt muss ich mich hier natürlich nochmal neu dran gewöhnen. So, wir müssen hier 40 Gegner einfach töten, ne? Gut. Das fällt mir gerade ein. Anstürmen brauche ich hier nicht. Sensor-Hack hatte ich, glaube ich, bei dem anderen, ne? Würde ich dann da auch nochmal nehmen. Sind all die Gegner sind alle da hinten? Normalerweise sind die meisten hier vorne. Aber gut. Da steht einer. Das war knapp daneben. Liegen Minen rum, das weiß ich noch. Ach, hallo. Ich habe das Gefühl, ich bin jetzt seit dem Charakterwechsel ein bisschen unaufmerksamer. Vielleicht liegt es auch an der Insel Golem Island. Weil hier so viel, ja, Gestrüpp ist. Natürlich. Steht der Hauptdingens eigentlich noch auf Extrem? Ja, gut. Alles wie gehabt. Ich wollte nur sicher gehen, weil ich probiere hier mit dem Hauptaccount manchmal ein bisschen rum. Gut, ich muss sie auf Golem Island ja nur töten. Ne? Ist egal wie. Oder mit einer Schusswaffe? Nee, einfach töten. Dann kann ich sie auch erstechen. Mein Nomad muss total die krassen Oberschenkelmuskeln haben. Weil ich immer so viel geduckt herumlaufe.
Ich könnte eigentlich... Oh. Tja, das Fuck ist ihm im Halse stecken geblieben. Gut, hier hinten rum wird es kaum Gegner geben. Oh, Moment. Oh, hat so ausgesehen, als wäre da ein Gegner. Zum Glück müssen wir hier erst keine Behemoth zerstören. Bin ich sehr dankbar für. Shit. Wow. 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 Ich hab doch an. Kannst mir nicht erzählen. Und. Was ist das jetzt? Ja, natürlich weiß die Behemoth, wo wir sind. Aus ihrem Dingens da. Oh. Nee, lass mal nicht machen. Hab ich schon mal erwähnt, dass ich Behemoth hasse? Bling. Plung. Ich glaube, das waren alle Gegner hier. Dachte ich. Oh, Alter. Und überall Minen. Ich kann nicht einfach in die Walachei laufen. Na gut, ist aber nicht schlimm. Wow. Den habe ich echt übersehen. Gut. Und da vorne haben wir eine Viererpatrouille. Die snacken wir als nächstes weg. Golem Island Grind. Der ganz normale Golem Island Grind. Taktisches Depot in der Nähe. Wo? Ach da. Nachtsicht an. Ach ja, genau. Hier habe ich die Benachrichtigung aus. Was ich einsammle. So. Einmal in den Dreck geschmissen. Es ist so befriedigend. Es ist so befriedigend. Bling, plong, bling, plong. Team zu mir. Bei mir neu gruppieren. Und warum hat er jetzt irgendwo einen Sentinel-Fuzzi gerufen? Wir sind nicht allein. Irgendwo in der Ferne. Ups, falsche Taste. Setzen wir die Nachtsichtbrille auf. Sicher! Als Kind bin ich übrigens mal fast ertrunken. Versuch einfach, nicht durchzudrehen. Na, hier bei mir ist gutes Ding. Oh mein Gott, das ist so gut. Also ich bin so gut. Oh mein Gott. Nice. Richtig, richtig nice. Gut, so, wir müssen ja auch noch zwei Gegner, die noch in ihrem Fahrzeug sind, schnell hintereinander töten. Das ist kein Problem. Ich weiß ja, bei der... Na komm, da oben die paar Gegner, die nehmen wir gerade noch mit. Und dann gehen wir zu dem Biwak an der... Was ist das? Chemikalienpipeline oder so? So, gut. Dann machen wir jetzt hier den Teleporter. Was ist das? Chemiewerk ist das. Naja, war nah dran.
Chemikalien-Pipeline. Hauptsache was mit Chemie. Chemie. Oh ne, da werden die Stiefel wieder gelb. So, weil da fahren ja immer zwei Fahrzeuge rum. Ich werde danach wahrscheinlich sterben. Ich mache mir da nichts vor. Aber das ist es mir wert. Welches Fahrzeug kommt zuerst? Wobei, ich habe ja die Tarnung. Oh, es hat geklappt. Hat noch gereicht. Gut. Huch, hatte ich ja schon ausgewählt. So, jetzt noch. Das will ich gern wissen. So. Wo bleibt der zweite? Hä, wo bleibt das zweite Auto? Das sind ja normal immer zwei. Ah, da hinten kommt er. Okay. So. Tarnung an. Raketenwerfer raus. Und hoffen, dass ich treffe. Nee, geh weg da! Lauft mir doch nicht durch die Front, ihr Vollidioten! Na toll. Das hat nicht so gut geklappt. Nochmal. Alter, setz dich doch genau vor mich! Gut, die haben sich hinten festgepackt. Gepackt. Gut, hat auch gereicht. Oh, oh. Nice. Ich werf eine Handgranate. Oh, der lebt ja noch. Ich dachte, ich hätte ihn getötet. Schalt mich lieber nicht mehr stumm beim Husten. Sonst endet die Folge wieder so wie die letzte. So, wir brauchen noch vier Gegner. Vier Gegner. Die kriegen wir. Ups. Whoopsie Daisy. Hier vorne ist einer oder zwei. Eins, zwei, Risiko. Nein, zwei, eins, Risiko. Sitzt da. Ist einfach nach hinten umgeklappt. So. Meint ihr, ich treffe den? Ich habe ihn getroffen. Zwar im zweiten Schuss erst, aber ich habe ihn getroffen. Gut, das Schwergewicht lasse ich mal. Hätte gern noch einen Sentinel. Ach komm, Feuer! Getroffen! Geschafft! Wir sind auf Level 11, nice. Sehr gut, sehr geil.